komm her, kleiner Fahrstuhl. Nimm mich bitte mit. Ich will nicht sein. Tötet mich eigentlich der Laser? Ich habe es noch nicht einmal ausprobiert, aber ich habe auch gerade nicht die Lust daran, zu sterben. Deswegen. Ich hoffe auch, dass ich jetzt ja in Steam nicht unbedingt angeschrieben werde von jemanden. Jemand hatte mich eben schon gefragt, ne? Hi Sora. Wenn er es gucken sollte, denn er hatte mich eben gefragt, ob ich jetzt schon anfange aufzunehmen und so. Und ja, das kann man... Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Okay, wenn wir ins Wasser fallen, sterben wir? Ich bezweifle, dass das eigentlich Wasser ist. Das ist ja irgend so eine Matschepampe. Denn davon trinken dürfen wir nicht und ja, dann die restliche Mission hier wieder mit den ekligen Kugeln. Ich hoffe, ich krieg's hin. Verdammt. Verdammt. So, geht das richtig? Nein. Ich muss das rüber. Jetzt darf ich auch warten, natürlich. Frage, springe ich von oben? Ja. Die Matschepampe. Ach, das ist mein Radio. Radio, ich komme. Ich würde jetzt am liebsten vorbeikommen. Ich will nichts überschätzen. Ui. Radio, dich nehme ich mit, ne? Was war das jetzt? Ein Killerradio, oder was? Das finde ich jetzt... sehr toll, ein Killerradio, das hat mich getötet. Ja, gut. Ich muss wieder rüber, ne? Ich traue mich da nicht drauf zu gehen, nee. Ich hab da zu viel Respekt, ey. Einfach zu viel Respekt. Ich hoffe, das Killerradio tötet mich nicht wieder. Jetzt frage ich mich an, warum hat es mich getötet? Jetzt hätte ich auch gerne das mit dem Radio. Ich werde jetzt hier nicht alles zeigen, was man hier machen könnte an Mission? Mission, kann man, was man da alles so machen könnte. Ich versuche es einfach nur so stur. Ne, was heißt denn stur durchzuzocken? Ich versuche schon ein, zwei Dinge rauszufinden, die ich selber schon rausgefunden habe, wie zum Beispiel irgendwie das hinten versteckt, aber das kann nicht alles verstecken. Noch 10 Kammern, die sind Kammern rein. Jetzt hier fallen wir runter und die kann ich auch rein erschlagen. Ne? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, mein Radio. Mein toller Radio. Ein toller Radio, Mann, ich habe ein gutes Deutsch. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Sie ist nicht fehlerhaft. Sie ist ernsthaft nicht fehlerhaft. Aber apropos fehlerhaft, ich will... Ich glaube, ich muss den mit dem... Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Ach nee, warte mal. Mann, ich bin auch wieder ein Held, ne? Nein! Ja, die Trennwand hier, das habe ich auch vergessen zu sagen, wenn man da Materialien reinmacht, die da nicht reingehören, denn... Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Nichts mit aufgeben. Nichts mit... Ach, warum meinst du nicht? So. Warte mal so. Und so. Ne, klappt nicht. Ich bin da zu... Keine Ahnung, Aufzugeben ist keine Schande. An dieser Stelle naja, gut, ich hab's versucht, aber... in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. Fantastisch. Ja, guck mal. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Na, ich komm nicht ran. Ach, was soll's? Scheiße, einer aufs Radio.
bringt den ja am Ende nur um, ne? Ja, danke, Fahrstuhl. Gut, wir fahren in die Testkammer Nummer, ich glaube, Nummer 10. Tja, wie gesagt, ich will gar nicht wissen, ob der Part schon zu Ende ist oder nicht. Ich hätte ja eigentlich am liebsten gemacht, dass ich alle 15 Minuten sage, ja, ciao, bis zum nächsten Mal oder so. Aber dafür bin ich jetzt ein bisschen zu spät. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe und weiß nicht, wie und alles. Ich könnte ja Cut machen, aber... wir wieder. Unsere frühere Warnung. Hey. Ich wollte. Ja, so komme ich auch drauf, ne? Das kann man Nummer 10, fallen, rausfallen. Das hat ja was mit Physik zu tun und so. So, mit der Geschwindigkeit, die man reinfällt, kommt man auch wieder raus. Deswegen. Das ist eigentlich einfaches. Spektakulär. Einfach, Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Mein Radio. Ey, oder genau wie gesagt, da reinkommt. Wie nicht. So, von mir heute war lang. Ups, schon war ich unten. Ich muss fallen. Ich muss fallen. Gut. Das soll jetzt nicht so. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Da kommen wir jetzt halt immer an. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell Danke. Wieder raus. Ja klar, das hat jetzt eben schon gesagt, wie das hier mit der Physik klappen tut, sollte. Wird. Das wie mit der Geschwindigkeit ich reinkomme, auch wieder rauskomme. Und ich merke schon, ich habe hier eine schlechte Position zum Spielen. Tastatur auf dem Schoß und die Maus ein paar Kilometer entfernt. Das ist nicht gut. Ja, Ladedaten ist auch wieder ganz toll. Das kommt öfters mal im Spiel vor. Hui, ja, gut, das kann ich jetzt nicht ausblenden. Das ich weiß, irgendwo kann man das einstellen, aber ich habe keine Ahnung. Das kann man normal. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Genau, danke. Ach, da muss ich nicht... Oh. Gut, ich warte einfach. Ich möchte bitte hier mein Portalband. Das ist meine zweite Portalkanone mehr. Also mit hier dran an die. Die kann ich zwei Portale schießen, dann bin ich nicht mehr auf die unzuverlässige Dings angewiesen, sag ich mal so. Ja. Nicht schießen! Verdammt. Okay, ich warte lieber. Habe ich hier irgendwas? Nö. Die sind durch... Hätte ja sein können, dass hier eine Kamera ist oder so. Ach, ich geh mal kurz durch. Die Plattform wartet da schön auf mich, das ist toll. Ach, Mann, ich bin auch blind, blöd und was auch immer. Gut, ich komme, meine Portalkanone, ich komme. Wo ist eigentlich das Radio? Gleichzeitig mich nicht mitnehmen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen Body. Etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Warte mal, ist das Radio denn aus oder drin oder mit oder wie? Ich nehme an. Außen. Los. Ich komme. Geht doch gar nicht. Ne, ich vergesse, es ist mir jetzt auch egal. Das Radio, das, ich finde es irgendwie doch. Nee, das muss ich nicht haben. Das muss ich nicht machen, so sage ich mal. Testkammer Nummer 12 kommt doch jetzt, oder? Oder war das jetzt erst? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon nicht mehr mitgezählt. Ich kann das gar nicht. Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Gut, was labere ich eigentlich auch über mein Gedächtnis, ne? Frage ich mich jetzt gerade auch. Ist es da... Das hatte ich...
gestern und heute auch nicht gehabt. Na egal. Das kann man ja Nummer 12. Kubus fallen runter, können mich erschlagen, runter raus. Zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Machen wir so. Und nochmal. Ist nicht eigentlich schwer, ne? Warte, mein Kubus ist da. Fahr dich schneller aus. Gut, wer betroffen. Und wieder getroffen. Au. Gib einen Kubus. Danke dir. So, getroffen. Verdammt. Hätte denken können, dass ich treffe. Wie jetzt? Ah, das gefällt mir gerade echt nicht. Drauf da. Meine Güte. Warum macht der sowas mit mir, der Kubus? Der mag mich nicht. Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Oder ich hoffe doch. Jetzt regt mich das da oben auf. Gut, Testkammer Nummer 13. Ich nehme an, viele Kinder spielen sowieso schon Portal. Das ist aus dem Jahre, keine Ahnung, 2004, 2003, 2007? Ich glaube 2007, ich weiß es nicht genau. Das ist so mal ein Let's Play, der sich nicht informiert, ne? Das hätte ich eigentlich auch mal machen. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Den Knopf nehmen. Mein Radio. Ich komme da wieder. Macht er das mit Absicht? Gut, danke. Kamera ab mit dir. Ich will. Ich will doch nur ans Radio. Ich will doch nur ans Radio. Wieso falle ich da auch noch runter? Mann, bin ich denn heute überhaupt noch sowas fähig? Und ja, ich sehe jetzt schon die Kommentare neu. Gut, wissen wir den Fokus. Wissen was? Komm her, mein Kubus. Fall da drauf, bleib da drauf. Danke. Und ich will mein Radio. Ich hab mein Radio. Ich will nur wissen, wo es hingehört. Deswegen bin ich jetzt gerade noch schweigsam. Ach man, ich bin nur echt zu allem unfähig. Zu allem echt. Fang an zu rauschen, du. Oder da drin? Möglichst alles.